Ganz witzige Story. Also ich hatte mal so ein richtiges Horror-Date. Wir haben so erst was gegessen und dann hat sie ihren ersten Drink bestellt so und hat halt so 2 Schlücke getrunken. Also sie hatte wirklich nichts getrunken so. Und out of nowhere meinte sie so, ja, mir ist schlecht. Und ich meinte so, okay, soll ich dir irgendwie helfen? Und dann hatte ich gerade ausgesprochen, sie ist halt aufgestanden, so straight zur Toilette gerannt und musste halt übelst sich übergeben. Und so, ich habe mich dann halt so voll um sie gekümmert so und habe sie dann halt auch so straight nach Hause gebracht. Und am nächsten Tag habe ich so angerufen und meinte, ja, ey, wollen wir zusammen irgendwie frühstücken gehen oder so oder wollen wir irgendwie was machen so. Und sie meinte halt nur so, ja, nö, das Date war so komisch und deshalb, weil sie auch sich übergeben musste, hat sie das so in schlechte Erinnerungen behalten. Aber sie hat sich übergeben? Ja, nicht so, was kann ich dafür? Und dann meinte sie so, ja, nee, macht keinen Sinn für sie, wo ich nur so dachte, Girl, was? Ich hatte schon mehr als ein Horror-Date, sag ich mal. Was? Da bin ich zu ihm nach Hause gegangen und wir wollten kochen. Und dann saß da eine Frau auf der Couch, als ich gekommen bin. Und dann so, hey, was geht so? Er so, ja, das ist meine Mutter, mit der wohne ich in der WG. Schön und gut, wenn ihr mit eurer Mutter versteht, ne? Aber beim ersten oder zweiten Date, wenn du dein Date mit nach Hause bringst und gleich von der Mutter überrumpelt wirst und ausgefragt wirst, ja, das ist ein No-Go, Red Flag. Ich bin auf den Haken umgedreht.